Moment mal, habe ich hier irgendwas nicht mitbekommen? Scheint so, denn hier kommt Ideogramm, ein Tool, das deine wildesten, kreativsten und auch verrücktesten Bildideen in die Realität umsetzt. Hey, ich bin Jan, selbstständiger Videocutter und benötige für manche Projekte schnell und unkompliziert KI-Bilder. In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du mit Ideogramm deine eigenen Meisterwerke erstellst. Ist vor allem für Anfängerinnen und Anfänger mega hilfreich. Also, lass uns gemeinsam eintauchen in die faszinierende Welt der KI-generierten Bilder. Schritt 1, Konto erstellen und einloggen. Der erste Schritt ist keine große Überraschung. Um Ideogramm nutzen zu können, ist die Erstellung eines Kontos nötig. Gehe auf die Ideogramm-Webseite und suche nach der Option zur Registrierung. Den Link zur Website findest du in der Beschreibung. Du kannst dich mit deiner Mailadresse von Apple anmelden oder dein bestehendes Google-Konto verknüpfen. Nach erfolgreicher Anmeldung erhältst du Zugriff auf die Plattform und kannst sofort mit der Erstellung von Bildern loslegen. Die Anmeldung ist in der Regel unkompliziert und schnell erledigt, sodass du direkt in die kreative Welt von Ideogramm eintauchen kannst. Schritt 2, Benutzeroberfläche erkunden. Nachdem du dich angemeldet hast, ist es wichtig, sich mit der Benutzeroberfläche von Ideogramm vertraut zu machen. Die Plattform ist intuitiv gestaltet und bietet dir verschiedene Werkzeuge und Optionen, um deine Bilder zu gestalten. Halte Ausschau nach der Eingabeaufforderung, wo du deine Beschreibung für die gewünschten Bilder eingibst. Es gibt auch Einstellungen für Seitenverhältnis, Stil und Anzahl der Bilder. Nimm dir gerne etwas Zeit, um die verschiedenen Bereiche der Benutzeroberfläche zu erkunden, sodass du dich bei der Erstellung deiner Bilder sicher fühlst. Schritt 3, die ersten echten eigenen Schritte. Jetzt kommt der spannende Teil, die Erstellung deines ersten Bildes. Gib in die Eingabeaufforderung eine detaillierte Beschreibung des Bildes ein, das du dir vorstellst. Ein anderer Begriff dafür ist Prompt. Je genauer deine Beschreibung ist, desto besser kann Ideogramm deine Vision umsetzen. Klicke dann auf die Schaltfläche Generieren oder einen ähnlich klingenden Button, um die Bildgenerierung zu starten. Die künstliche Intelligenz von Ideogramm wird nun deine Beschreibung analysieren und ein oder mehrere Bilder erstellen, die deiner Vorstellung bzw. deiner Eingabe entsprechen. Schritt 4. Ergebnisse überprüfen und anpassen. Nach der Generierung werden dir deine Ergebnisse präsentiert. Nimm dir Zeit, um deine ersten eigenen Bilder detailliert anzusehen und zu prüfen, ob sie deinen Vorstellungen entsprechen. Manchmal kann es vorkommen, dass das Ergebnis nicht perfekt ist oder du eine andere Richtung einschlagen möchtest. In diesem Fall kannst du die Eingabeaufforderung anpassen bzw. den Prompt neu eingeben und die Bildgenerierung erneut durchführen. Experimentiere mit verschiedenen Beschreibungen und Einstellungen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Schritt 5. Bilder herunterladen und teilen. Sobald du mit deinem Bild zufrieden bist, kannst du es herunterladen und für deine Projekte verwenden. Je nach Abo und Update kann es nötig sein, Credits für den Download einzusetzen. Sonst gibt es auch immer ein kostenloses Kontingent an Bildern. Ideogramm bietet die Möglichkeit, deine Ergebnisse in verschiedenen Formaten herunterzuladen, je nachdem, ob du die Bilder für Website, Social Media, Präsentationen oder andere Projekte verwendest. Wenn du möchtest, kannst du deine erstellten Bilder auch direkt auf Social Media Plattformen hochladen und deine Kreativität sofort mit anderen teilen. Fazit: Ich hoffe, dass ich dir zeigen konnte, wie einfach und spaßig es sein kann, mit Ideogramm AI beeindruckende Bilder zu erstellen. Egal, ob du Logos, Social Media Grafiken oder einfach nur coole Kunstwerke selbst gestalten willst, Ideogramm ist immer noch ein Game Changer. Probier es aus, experimentiere mit verschiedenen Prompts und lass deiner Kreativität freien Lauf. Was möchtest du gerne mit Ideogramm basteln? Hast du noch Fragen? Und wie gefällt dir dieses Video? Lass gerne einen Kommentar da, ein Like sowie ein Abo. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.